Hallo zusammen und willkommen zu dem Video. Heute beschäftigen wir uns mit P-Sylow-Untergruppen. In der Aufgabe haben wir eine Gruppe gegeben, die die Ordnung 105 hat. Das bedeutet, dass 105 Elemente in dieser Gruppe liegen. Und wir sollen jetzt zeigen, dass die Gruppe nicht einfach ist. Einfach ist eine Gruppe ja dann, wenn sie nur die trivialen Normalteiler hat, also die Gruppe selbst und das neutrale Element. Und wir sollen jetzt eben zeigen, dass es eine nicht-triviale Untergruppe gibt, die ein Normalteiler ist. Und die Idee ist, dass wir versuchen, folgenden Satz anzuwenden. Eine P-Sylow-Untergruppe einer endlichen Gruppe G ist genau dann ein Normalteiler von G, wenn es genau eine P-Sylow-Untergruppe gibt. Was genau eine P-Sylow-Untergruppe ist, klären wir gleich. Zunächst reicht es aus zu wissen, dass es einfach eine Untergruppe von G ist. Wenn wir jetzt also beispielsweise zeigen, dass G genau eine 3-Sylow-Untergruppe hat, folgt daraus, dass diese 3-Sylow-Untergruppe ein Normalteiler von G ist und daraus folgt dann eben, dass G nicht einfach ist. Kommen wir zurück zu der Aufgabe. Unsere Voraussetzung ist also, dass G eine Gruppe ist und die Ordnung 105 hat, also 105 Elemente in der Gruppe liegen. Die Behauptung ist, G ist nicht einfach. Und um das jetzt zu zeigen, benötigen wir die Sylow-Sätze. Der erste Sylow-Satz lautet wie folgt. Sei G eine Gruppe und P eine Primzahl mit die Ordnung von G ist gleich P hoch R mal M, wobei R aus den natürlichen Zahlen ist und P kein Teiler von M ist. Dann hat G eine P-Sylow-Untergruppe. Das hört sich jetzt komplizierter an, als es tatsächlich ist. Was der Satz eigentlich nur aussagt, ist, dass wenn ihr euch die Primfaktorzerlegung von der Ordnung von G anguckt, es zu jedem einzelnen Primfaktor eine entsprechende P-Sylow-Untergruppe gibt. Und zwar mindestens eine. Das ist ja auch noch wichtig zu erwähnen. In unserer Aufgabe hat G ja die Ordnung 105 und die Primfaktorzerlegung von 105 ist 7 mal 5 mal 3. Und daraus folgt dann einfach mit dem ersten Sylow-Satz, dass G 7 Sylow-Untergruppen, 5 Sylow-Untergruppen und 3 Sylow-Untergruppen hat. Jetzt klären wir auch, was P-Sylow-Untergruppen eigentlich sind. Das sind einfach nur Untergruppen, die die Ordnung P hoch R haben, wobei P hier wieder ein Primfaktor aus der Primfaktorzerlegung von der Ordnung der Gruppe ist. Zum Beispiel haben die 7 Sylow-Untergruppen die Ordnung 7 hoch 1, also 7. Es liegen also 7 Elemente in den 7 Sylow-Untergruppen und analog gilt das auch für die 5 und für die 3 Sylow-Untergruppen. So, wir haben jetzt also gesehen, dass 7, 5 und 3 Sylow-Untergruppen existieren. Wir wissen aber nicht, wie viele davon. Und um das herauszufinden, arbeiten wir mit dem dritten Sylow-Satz. Der lautet wie folgt. Sei G eine Gruppe und P eine Primzahl. Der Anfang ist hier identisch zu dem ersten Sylow-Satz. Die Ordnung von G ist P hoch R mal M, wobei R aus den natürlichen Zahlen ist und P kein Teiler von M ist. Folgt
für die Anzahl NP der P-Sylo-Untergruppen gilt dann NP teilt M und NP ist kongruent zu 1 modulo P. Ich gehe davon aus, dass ihr wisst, wie man Modulo rechnet. Wenn nicht, dann guckt euch das Video von Math Intuition dazu an. Besser kann man das eigentlich nicht erklären. Ja, wir gucken uns das Ganze mal als erstes für die 7 Sylo-Untergruppen an. Aus dem dritten Sylo-Satz folgt, dass die Anzahl der 7 Sylo-Untergruppen 15 teilt. M ist in dem Fall ja 15, also das Produkt der übrigen Primfaktoren, also 3 mal 5. N7 ist also entweder 1, 3, 5 oder 15, weil das genau die Zahlen sind, die 15 teilen. Außerdem muss für die Anzahl der 7 Sylo-Untergruppen ja gelten, dass sie kongruent zu 1 modulo 7 sind. Und aus diesen 4 Zahlen, 1, 3, 5 oder 15, sind nur die Zahlen 1 und 15 kongruent zu 1 modulo 7. Und daraus folgt dann eben, dass N7 entweder 1 oder 15 ist. Die gleichen Überlegungen stellen wir jetzt auch noch bei den 5 und 3 Sylo-Untergruppen an. Für die 5 Sylo-Untergruppen gilt, dass die Anzahl der 5 Sylo-Untergruppen 21 teilt, also 3 mal 7. Daraus folgt dann, dass N5 entweder 1, 3, 7 oder 21 ist. Wir wissen zusätzlich, dass N5 kongruent zu 1 modulo 5 sein muss. Und da nur 1 oder 21 kongruent zu 1 modulo 5 ist, ist die Anzahl der 5 Sylo-Untergruppen entweder 1 oder 21. Ja, bei den 3 Sylo-Untergruppen machen wir das Gleiche. Die Anzahl der 3 Sylo-Untergruppen teilt 35, also 5 mal 7. N3 ist also entweder 1, 5, 7 oder 35. Zusätzlich ist N3 kongruent zu 1 modulo 3 und nur die Zahlen 1 und 7 sind das und daher folgt, dass N3 entweder 1 oder N3 7 ist. Was es jetzt also zu zeigen gilt, ist, dass entweder die Anzahl der 7 Sylo-Untergruppen gleich 1 ist, die Anzahl der 5 Sylo-Untergruppen gleich 1 ist oder die Anzahl der 3 Sylo-Untergruppen gleich 1 ist. Denn wenn eins davon zutrifft, können wir die Idee bzw. den Satz, den wir ganz am Anfang des Videos aufgeschrieben haben, anwenden und beispielsweise sagen, wenn N7 gleich 1 ist, dann ist die eine 7 Sylo-Untergruppe von G ein Normalteiler und somit ist G nicht einfach. Ja, das, was ich hier jetzt in Rot hingeschrieben habe, zeigen wir durch einen klassischen Widerspruchsbeweis. Wir nehmen also das Gegenteil an. Sprich, dass N7 gleich 15 ist, N5 gleich 21 und N3 gleich 7. Die Idee ist jetzt, dass wir zeigen, dass die Anzahl an verschiedenen Elementen in diesen ganzen Untergruppen die Anzahl der Elemente der Gruppe übersteigt. Und das ist ein Widerspruch, denn es kann nicht sein, dass in den Untergruppen mehr Elemente enthalten sind als in der Gruppe. Die Frage, die sich also stellt, ist, wie viele verschiedene Elemente enthalten die 15 7-Sylo-Untergruppen? Die 21 5-Sylo-Untergruppen? Und die 7 3-Sylo-Untergruppen. Um das zu beantworten, vereinfachen wir es zunächst etwas und gucken uns zwei 7-Sylo-Untergruppen an, P1 und P2, die nicht gleich sind.
Und wir wissen, dass der Schnitt von diesen beiden Untergruppen auch wieder eine Untergruppe von G bildet. Das hatten wir in Aufgabe 2 gezeigt. Daraus folgt jetzt wiederum, dass der Schnitt auch eine Untergruppe von P1 bildet, denn P1 geschnitten mit P2 ist ja eine Teilmenge von P1. Um jetzt weiter zu argumentieren, benötigen wir den Satz von Lagrange, der besagt, dass die Ordnung von G gleich dem Index von H in G multipliziert mit der Ordnung von H ist. H ist eine Untergruppe von G. Die Aussage des Satzes ist gar nicht so wichtig, da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Wichtig ist die Schlussfolgerung. Die lautet nämlich, dass die Anzahl der Elemente einer Untergruppe die Anzahl der Elemente der Gruppe teilt. Und das benötigen wir im Folgenden. Wir können jetzt also sagen, dass die Ordnung von P1 geschnitten mit P2 die Ordnung von P1 teilt. Und die Ordnung von P1 kennen wir, die ist 7, denn P1 ist ja eine 7-Sylow-Untergruppe. Und daraus folgt, dass 7 eine Primzahl ist, ist die Ordnung von P1 geschnitten mit P2 entweder 1 oder 7. Wenn die Ordnung von P1 geschnitten mit P2 gleich 7 wäre, würde das ja bedeuten, dass in dem Schnitt genauso viele Elemente wie in P1 liegen. Demnach wäre P1 gleich P2. Da wir aber zwei unterschiedliche P-Sylow-Untergruppen betrachten, gilt, dass in dem Schnitt genau ein einziges Element liegt, nämlich das neutrale Element. Die anderen Elemente unterscheiden sich. Wir haben also 2 mal 6 verschiedene Elemente und das neutrale Element, insgesamt also 13 unterschiedliche Elemente in den beiden 7-Sylow-Untergruppen von G. Die gleiche Argumentation kann man auch verwenden, wenn man anstatt den 2 7-Sylow-Untergruppen 15 7-Sylow-Untergruppen betrachtet. In diesen Untergruppen liegen dann insgesamt 15 mal 6 Elemente und das neutrale Element. Analog gehen wir jetzt auch bei den 5-Sylow-Untergruppen und bei den 3-Sylow-Untergruppen vor. In den 21 5-Sylow-Untergruppen sind also insgesamt 21 mal 4 Elemente vorhanden und das neutrale Element. Und in den 7 3-Sylow-Untergruppen 7 mal 2 Elemente und das neutrale Element. Wir können jetzt also die Frage beantworten, wie viele Elemente in diesen ganzen Untergruppen vorhanden sind. Dazu addieren wir einfach die Zahlen. 90 plus 84 plus 14 plus das neutrale Element sind also insgesamt 189 verschiedene Elemente, die in diesen P-Sylow-Untergruppen liegen. Und das ist jetzt ein Widerspruch, denn 189 ist größer als 105, also die Anzahl der Elemente der Gruppe. Und daraus folgt indirekt das, was wir zeigen wollten. Nämlich, dass es genau eine 7-Sylow-Untergruppe oder genau eine 5-Sylow-Untergruppe oder genau eine 3-Sylow-Untergruppe von G gibt. Und jetzt können wir den Satz anwenden, den wir zu Beginn der Aufgabe aufgeschrieben haben. Die 3-, 5- oder 7-Sylow-Untergruppe ist also ein Normalteiler von G und somit ist G nicht einfach.